Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Was bisher geschah? Doggy hat in den Tiefen des Hexagons eine Frau gefunden, deren Bein unter einem Felsbrocken eingeklemmt war. Dann erschien das Monster Hexagoblin. Doggy stellte sich mutig im Kampf, musste jedoch eine Niederlage einstecken. Ja, leider, leider, leider. Und deswegen werde ich jetzt hier mal kurz in den Laden. Ich glaube, ich habe sogar einiges an Gold verloren, aber... Nee, das ist gar nicht der Laden. Wo ist denn der Laden? Da hinten ist der Laden. Wir müssen auf die Karte gucken, dann passiert doch sowas nicht. So. Werden wir uns mal ein paar Heilkräuter holen oder irgendwas anderes, was uns noch helfen könnte. Kaufen. Vielleicht ein besseres Schwert. Ups, warte mal. Das Kupferschwert, ist es besser als meins? Soldatenschwert ist auf jeden Fall besser. Soll ich das mal kaufen? Wie viel Gold habe ich? Oh, ich habe nur 240 und wir brauchen ja auch ein paar Heilkräuter. Aber Heilkräuter kostet gar nicht so viel. Soll ich das Soldatenschwert kaufen? Ich kaufe das jetzt einfach mal. Eigentlich kaufe ich ja keine Waffen am Anfang, aber ja, wir möchten uns leicht damit ausrüsten. So. Dann kaufen wir hier mal ein paar Heilkräuter. 5 sollten, denke ich mal, vollkommen reichen. Ja, okay. Nee, sonst wollten wir eigentlich nichts kaufen. Danke. Gehen wir mal eben wieder los. Einfach mal schnell hin. Ich werde einfach durchrushen. Versuchen, keine Kämpfe zu machen. Weil... Naja, ich weiß gar nicht. Vielleicht sollte ich doch noch ein bisschen leveln. Ich bin zwar jetzt schon Stufe 5 und ich glaube, am Anfang war ich immer Stufe 5, als ich das Vieh kaputt gemacht habe. Aber ich glaube, da hatte ich auch immer voll Mana und... Ah, nicht. Nee, doch. Hier rum. Und konnte mich wenigstens immer wieder heilen. Ach, naja, mal gucken. Lassen wir uns überraschen, ob ich das jetzt schaffe. Einfach durchgehen, durchrushen. Jetzt wäre ich da fast reingelaufen. So. Weiter, weiter, weiter. Immer schon geradeaus. Gehen ja den Weg. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht die ganze Zeit von Monster terrorisiert. Okay. Wir sind gleich rechts runtergegangen, ne? Ich dachte, rechts, links ist dasselbe. Anscheinend nicht. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht auf die Karte geschaut. Letzte Folge. Ich gehe doch lieber herum. Aber da oben ist ein Draco. Aber wir können ja auch hier einfach so rumlaufen. Ach, bin ich gut. Achso, wir müssen hier auch noch rumlaufen. So. Müssen wir jetzt hier runter? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier runter. Oder? Ne, müssen wir nicht. Shit. Na gut. Hoffentlich nur der Metallspatz. Ja, nur der Metallspatz. Ah, er bemerkt mich nicht. Wäre natürlich cool, irgendwelche Fähigkeiten oder Zauber jetzt einzusetzen, um den Schild jetzt zu spammen, aber... Okay, One Hit. Das macht natürlich ein besseres Schwert aus. Und ich hoffe, das Schwert wird mir jetzt auch bei dem Hexagoblin hier helfen. So, wo war das? Hier rum, ne? Jo, andere Seite komme ich ja eh nicht rum, aber da kann ich auf jeden Fall nochmal hin. Und ich glaube... Spawnt dann nicht immer direkt vor mir. Ich glaube, da ist nämlich noch irgendwie so eine Truhe oder irgendwas anderes. Gehe mal kurz hier rum. Na, siehst du. Ein Kugulanz. Mit dem kann man ja noch Dinge craften. So, mal gucken, ob ich den Nachsack One-Hit kriege. Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, aber ich mache wesentlich mehr Schaden jetzt. Also hier gibt es auch Multiplikatorschaden, das finde ich auch ziemlich geil. Reicht auch wieder, ne? Naja, wenn man nachher 4 Leute hat, ist es um einiges einfacher. Ich habe nämlich beim ersten Durchlauf, also ja, den ersten und einzigen Durchlauf, den ich hatte, bin ich nämlich eine ganze Weile alleine rumgerannt.
und habe dementsprechend auch gelevelt und habe bei einigen Sachen echt viele Schwierigkeiten gehabt. So, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, nehme ich mir einen Heilkraut. Benutze. Doggy. Auch wenn ich fast voll war, aber... Ne? Ihr wisst schon warum. Ein Mädchen selbst unter diesem furchtbaren Unschuld zu helfen. Ihr seid wirklich schwer in Ordnung, Süßer. Nach dem Kampf ist diese Bestie irgendwo hingelaufen. Wir sollten hier schleunigst verschwinden. Aber es kommt wieder. Und natürlich komme ich. Oh nein, da ist es wieder. Bäh. Oh man, ist so ein Krach hier. Ihr habt auf den Flug von dem Typen nicht aufgepasst und wurdet hier eingeklemmt. Vorsicht, Süßer. Ich hab... Ach nee, sie. Ja, dann versuchen wir es mal erneut daran. Aber jetzt mache ich ja mehr Schaden. Sollte also funktionieren, auch wenn ich selber ziemlich reingedrückt bekomme hier. Nachher sind die Dinger ein Witz, glaubt mir. So. Einmal kann ich mich noch treffen lassen, bevor ich mich heile. So, dann heilen wir uns mal jetzt. Dafür haben wir nachher zum Glück einen Zauberer, einen Heiler, whatever. Ich weiß gar nicht, ich kenne die ganzen Klassen gar nicht mehr auswendig, Alter. Ich hab's auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Aber daher macht es jetzt umso mehr Spaß, weil ich ja so lange nicht mehr gespielt habe. Reicht auch wieder, jetzt geht down. Los, komm, mach gut. Ja. Kritischer Treffer wäre mal nice. Los, komm, zeig mir mal. Einer geht noch. Komm. Jetzt aber. Jetzt habe ich es geschafft. Wie viel kriege ich? Oh, 175. Da werde ich auf jeden Fall Stufe 6. Komm. Na, siehst du. Nee, sogar Stufe 7. Läuft bei mir. Läuft. 3 Talentpunkte verdient. Aber die möchte ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht verteilen. Dann gehe ich mal auf Bestätigen. Das ist eine Schatzruhe zurück. Und magische Tierhaut. Okay. Ihr seid aber stärker, als ihr aussieht. Danke für die Rettung. Das war wirklich ganz lieb von euch. Und ich habe es in dem ganzen Tumult mittlerweile auch geschafft, mich selbst zu befreien. Also lasst uns hier verschwinden. Macht nicht besonders viel Spaß, von Monstern angegriffen zu werden. Was denn ich sag's? Puh, wir sind wohl in Sicherheit. Diese dunklen Ruinen sind wirklich nichts für mich. Ich bin übrigens Hilda. Ich betreibe die Herberge drüben in Stinsbrook. Und wer seid ihr? Das gibt's doch nicht. Ihr seid aus Engelsfälle? Das erinnert mich an etwas. Ich muss sofort nach Engelsfälle aufbrechen. Also, bis bald, Süßer. Und vielen lieben Dank für die Hilfe. Ja, du hättest mich ja mal gleich mitnehmen können. Also wir hätten auch zusammen gehen können. Jetzt muss ich selber nach... Nee, jetzt wollte ich gerade Stinsbrook sagen, aber nein, wir müssen jetzt selber nach Engelsfälle aufbrechen. Aber naja, diesen kurzen Weg werden wir wohl überleben. Mehr oder weniger. Ich finde die Melodie so schön. In Engelsfälle angekommen. Wo gehen wir am besten gleich hin? Zu Thekla oder zum Bürgermeister? Wir gehen erstmal zum Bürgermeister. Hallöle! Was gibt es denn, Doggy? Ich bin beschäftigt, lass mich in Ruhe. Wirklich? Die verschwundene Front wurde wohlbehalten aufgefunden? Ich war so damit beschäftigt, Oscar ein paar Auffolgen zu verpassen, dass ich die Zeit aus den Augen verloren habe. Also gut, Bürgermeister doch nicht, dann gehen wir zu Thekla. Oder in die Herberge gleich. Mit Thekla in der Herberge dann. Aha, siehst du? Ja, das ist Herberts Haus. Er war ganz einfach der Beste. Der perfekte Gastgeber. Ich scheint meinen Vater gekannt zu haben. Oh, dann müsste Hilda sein.
Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, als ich hörte, dass eine Frau namens Zelda auf ihrem Weg hierher verschwunden sei. Ja, das bin ich. Du hast dir Sorgen gemacht? Nett! Und an meinen Namen erinnerst du dich auch? Dabei warst du noch so klein. Also, wo ist denn der gute alte Herbert? Tja, ich hatte mir schon gedacht, dass ihr gekommen seid, um ihn zu sehen, aber er ist leider von uns gegangen, vor 2 Jahren. Was? Von uns gegangen? Du meinst, er ist gestorben? Leider ja. Oh, das mag ich ja gar nicht glauben. Dann ist der Herr der Herbergen also... Aber was ist dann jetzt aus meiner guten alten Herberge? Wenn Herbert nicht mehr lebt, führst du die Bude also ganz alleine, oder? Tja, stimmt. Nicht allzu groß, dafür aber umso gemütlicher. Die Leute fühlen sich hier wahrscheinlich wohler als zu Hause. Sehr freundlich, ich versuche das Andenken meines Vaters zu ehren und führe die Herberge in seinem Sinne weiter. Hey, nichts anderes hätte ich auch von der Tochter des Herrn der Herbergen erwartet, Süße. Aber was heißt denn eigentlich Herr der Herbergen? Hey, du hättest nicht zufällig Lust, eine Herberge in Stinsbruck zu führen, oder? Hm? Wie bitte? Damals, als mein Vater noch in Stinsbruck war, haben ihn die Leute also den Herrn der Herbergen genannt. Aber ganz genau, Süße. Denn er war der Beste von allen. Der Aufsteiger unter den Absteigern. Er war damals noch ein junger Mann. Aber er hat seine eigene Herberge aufgebaut und alle seine Konkurrenten übertroffen. Wirklich? Das kann ich mir gar nicht von ihm vorstellen. Er kam mir nie sehr abenteuerlustig vor. Er schien glücklich damit, eine kleine Herberge zu führen und mit mir hier zu leben. Ja, das ist ja das Komische. Warum hat sich Herbert bloß in ein so kleines Kaff wie diese hier zurückgezogen? Aber das ist Schnee von gestern. Auf jeden Fall steckt eine alte Herberge in Stinsbruck jetzt in große Schwierigkeiten. Wir hatten immer gehofft, dass der Herr der Herberge zurückkommen und den Laden wieder in Schwung bringen würde. Ist doch nicht zu glauben, dass er schon vor 2 Jahren gestorben ist. Tut mir leid, Süße. Tut mir so leid, Süße. Schon gut. Tut mir auch leid, dass ihr den ganzen Weg hierher umsonst gekommen seid. Das macht gar nichts. Dafür durfte ich dich ja wiedersehen. Also kommst du mit mir zurück nach Stinsbruck? Tja, das ist, glaube ich, unmöglich. Ich habe hier schließlich alle Hände voll zu tun. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass mein Vater eine Wirtslegende war. Wie, vorstellen? Das sind eisenharte Fakten, Süße. Und ich sehe genau, dass du ganz nach ihm kommst. Ich habe nämlich ein Gespür für Talente. Oje, jetzt ist es aber spät geworden. Ich muss das Abendessen vorbereiten. Bitte entschuldigt mich. Und bitte versteht, ich kann nicht mit nach Stinsbruck kommen. Also versucht nicht, mich zu überreden. Du bist aber hartnäckig, wie? Keine Sorge, Süße. Du wirst schon bald anders denken. Was die Hilda wohl vorhat. Hey, wusste ich doch, dass ich euch kenne. Ihr seid der Typ, der mich in den Ruin gerettet hat, oder? Vielen Dank nochmal. Aber sag mal, Süße, könnt ihr mir nicht noch einen Gefallen tun und mit Thekla sprechen? Sie hat viel zu viel Talent, um hier zu bleiben. Es wäre eine große Chance für sie. Na gut, dann gehen wir mal ins Tiklerhäuschen. Ah, Oskar. Ich habe gerade Tekla getroffen. Sie hat sich wirklich seltsam benommen. Ich frage mich, was mit ihr los ist. Was? Diese Hilda will sie abwerben? Aber Tekla würde doch niemals hier weggehen und in Stinsbruck leben wollen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Sie hat doch in Stinsbruck gelebt. Beziehungsweise ist sogar da geboren, oder? Wenn ich das jetzt so alles richtig verstehe. Oder auch nicht. Oh, wer ist denn da? Der alte Herr? Ist das vielleicht Teklas Vater? So, die Kisten sind immer noch nicht voll. Das verwundert mich aber. Naja, wahrscheinlich, weil das alles noch die Frost Story ist oder so. Ah! Mann, habt ihr mich erschreckt. Macht das nicht nochmal, hört ihr? Moment mal, ihr könnt mich sehen. Aber ich bin doch tot. Schon im Hexagon hatte ich das Gefühl, dass ihr mich sehen konntet. Ja, wirklich bemerkenswerte Fähigkeiten. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Teklas Vater, Herbert. Nach meinem plötzlichen Tod vor 2 Jahren ist es mir leider noch nicht gelungen, das Reich der Sterblichen zu verlassen. Und wer seid ihr? Ah, Doki. Ist das wirklich wahr? Aber, Doki, ist das nicht... Seid ihr etwa der Hüter des Dorfes? Hey, einen Moment mal. Aua. Hey, du stehst mir im Weg, verflippt. Auch wenn ich dürr wie eine Erbsenstange bin, ein wenig Manövrierraum brauche ich. Egal, ist schon vergeblich und vergesslich.
Also, alter Mann, was hast du da gerade für einen Schwachfug erzählt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du hast doch was von Himmlischen gesagt. Aber dieser komische Bade passt ja wohl nicht ins Gemälde, oder? Kein Glorienschein und keine Flügel. Das ist doch wohl das Mindeste, was man von einem Himmlischen erwarten darf, oder? Da könntest du recht haben. Aber wer oder was bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ha, das würdest du wohl gerne wissen, wie? Nun gut, dann stelle ich mich eben vor. Also, ich bin Stella, die staunenswerte Steuerfrau des himmelstürmenden Sternexpress. Tada! Aha. Und jetzt bist du dran. Also, halt mit der Wahrheit nicht hinter den Hügel und sag uns, wer du wirklich bist. Du siehst aus wie ein Sterblicher. Warum kannst du dann den Sternexpress und Geister wie den Kelder sehen? Verstehe. Dann bist du also während des Erdbebens vom Observatorium runtergestürzt. Und dann bist du ohne Glorienschein und Flügel in diesem Dorf wieder zu dir gekommen? Klingt nach meinem Geschmack ein bisschen wie Seemannswirn. Du kannst Geister und so sehen, hast aber deinen Glorienschein und die Flügel verloren? Das passt doch nicht zusammen. Ah, jetzt hab ich's. Um zu beweisen, dass du ein Himmlischer bist, könntest du eine Seele in den Himmel schicken. Du hast da nichts zu verlieren und dieser Kerl hier scheint ja nur einen Schubs in die richtige Richtung zu benötigen. Moment mal, sprichst du von mir? Also so schlecht geht es mir gar nicht. Lass mich raten, ihr seid nur deshalb ein Geist, weil euch noch ein paar dringende Dinge auf dem Nagel lang bin, ja? Also gut, dann hilfst du dem Spukopa hier, sein Geschäft zu verrichten und schick ihn dann auf die Reise. Dann kaufe ich dir auch ab, dass du ein Himmlischer bist. Und nehme dich mit dem Sternexpress zum Observatorium mit. Das ist doch wohl nur fair, oder? Also die hat eine Aussprache. Also bleibe ich so lange bei dir, bis der Job erledigt ist. Ach ja, und ich sollte dich vielleicht noch warnen, dass ich mir eifrig Notizen machen werde, wenn wir zusammen auf Axel sind. Drücke einfach den X-Knopf und wähle dann Kampfarchiv. Oder drücke Select, um dir selber ein Bild zu malen. Schau bei Gelegenheit mal rein. Ach was, du musst da einfach reingucken, sonst steige ich dir gewaltig auf den Dachboden. Läuft bei Stella, würde ich sagen. Das alles finde ich immer noch verwirrend, aber natürlich weiß ich eure Hilfe zu würdigen. Ich frage mich, welche Angelegenheiten mich davon abhalten, in den Himmel kommen zu dürfen. Was könnte das sein? Vielleicht hat das mit diesem Ding zu tun, das ich hinter der Herberge vergraben habe. Okay, dann schauen wir mal nach, was hinter der Herberge vergraben ist. So, hier irgendwo? Ah, hier. Unter dem Busch scheint ein fester Gegenstand vergraben zu sein. Doggy fängt an zu graben. Er entdeckt eine glänzende Goldtrophäe. Drauf steht, von SKH, König Bartus verliehen, an Herbert für herausragende Herbergsleistungen. Doggy erhält einen Herbie. So, dann gehen wir mal wieder zum Geist zurück. So, klar, die Trophäe. Ach du meine Güte, das ist ja wirklich lange her. Ich habe sie ja versteckt, als ich da eingesetzt zurückgekehrt bin. Ich wollte nicht, dass Tickler davon erfährt und ich wollte nicht für den Rest meines Lebens an Stinsburg erinnert werden. Tickler war so ein kränkliches Kind. Ihrer Gesundheit wegen bin ich nach Engelsfeld zurückgekehrt. Das hatte ich meiner Frau Teklas Mutter versprochen. Nach dem Tod ihrer Mutter habe ich das arme Kind also hierher gebracht und die Trophäe sicher versteckt. Ich frage mich, wie sie wohl reagiert, wenn sie die Trophäe zu sehen bekommt. Okay, jetzt wiederholt er sich. Da gehen wir mal zur Tekla rein. Aber ich würde sagen, das alles erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis dahin, tschüdelü.